Hallo! Heute zeige ich euch die wichtigsten Privatsphäre-Einstellungen bei WhatsApp, Snapchat, Instagram und TikTok. Um in die Privatsphäre-Einstellungen zu kommen, klickt ihr in WhatsApp auf die drei Punkte, dann auf Einstellungen, auf Account und schließlich auf Datenschutz. Hier könnt ihr einstellen, wer sehen soll, wann ihr zuletzt online wart. Fremde müssen das nicht wissen. Auch euer Profil muss nicht jeder sehen. Die gleiche Einstellung gibt es auch für die Info. Das ist dieser kleine Text, bei den meisten steht da nur sowas wie "Ich benutze WhatsApp". Und beim Status, der ja wie die Story in Instagram funktioniert, könnt ihr das sogar noch genauer festlegen und zum Beispiel bestimmten Personen nicht erlauben, eure Bilder und Videos im Status zu sehen oder es nur ausgewählten Personen anzeigen lassen. In Snapchat findet ihr die Einstellungen unter dem Zahnrad oben rechts. Dort scrollt ihr runter, bis ihr zu dem Überpunkt "Wer kann ... kommt. Schauen wir uns die drei wichtigsten einmal an. Wer kann euch kontaktieren? Wer kann eure Stories anschauen? Und ganz wichtig, weder eure Freunde, Bekannte noch Fremde sollten ständig sehen können, wo ihr unterwegs seid. Das kann schließlich auch gefährlich werden. Nutzt lieber den Geistmodus, um den Standort auf der Karte zu verbergen. Wenn ihr euer Instagram-Profil öffnet und auf das kleine Zahnrad geht, öffnen sich eure Einstellungen. Ihr scrollt bis zu dem Abschnitt Privatsphäre und Sicherheit und klickt auf Konto-Privatsphäre. Bei einem privaten Konto kann nicht mehr jeder einfach eure Bilder sehen, sondern nur die Personen, von denen ihr das bestätigt habt. Praktisch ist auch der Aktivitätsstatus. Nicht jeder, dem ihr folgt oder dem ihr Nachrichten schreibt, muss wissen, wann ihr online seid. Das könnt ihr mit dem Häkchen ausstellen. Außerdem könnt ihr in den Story-Einstellungen ausstellen, dass nicht jeder Fotos und Videos aus euren Stories selbst teilen kann. Dieselben Einstellungen findet ihr an etwas anderer Stelle auch in eurem Android-Handy. Dazu das Profil öffnen, oben auf die drei Punkte gehen und runterscrollen, bis ihr das einzige Feld mit einem blauen Regler seht. Hier könnt ihr euer Konto auf Privat stellen, damit nicht jeder im Netz eure Beiträge sehen kann. Stellt den Aktivitätsstatusregler auf Grau, damit nicht alle mitbekommen, wann ihr online seid. Dass andere nicht eure Stories weiterteilen, könnt ihr hier in einem extra Menüpunkt direkt ausstellen. Musical.ly heißt zwar jetzt TikTok, aber die Privatsphäre-Einstellungen sind noch fast die gleichen. Ihr öffnet das Profil, geht auf das kleine Zahnrad oder jetzt die drei kleinen Punkte und dann auf Privatsphäre und Einstellungen. Dieser Zwischenschritt fällt bei TikTok weg. Dann geht ihr auf Privatsphäre und Sicherheit. Mit einem privaten Konto könnt ihr wie in Instagram festlegen, dass nicht Wildfremde alle eure Beiträge sehen können. Außerdem könnt ihr zum Beispiel einstellen, wer mit euch ein Duett aufführen kann. So seid ihr sicher in euren Lieblings-Apps unterwegs. Viel Spaß beim selber einstellen!